ist Martin Roth. Guten Abend zum zweiten Blockchain Culture Club Abend zum Thema das mal digitale Identität. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen sind. Letztes Mal haben wir ja mit 100 Leuten angefangen. Wir haben eigentlich gemeint, das wären 30. Dann sind 100 gekommen. Jetzt sind es 150 und haben müssen quasi zumachen. Das ist eine Art W. Wir werden jetzt wachsen wie ein Memory-Stick, oder? Das quasi jedes Mal wird es exponentiell mehr geben. Das heisst, nächstes Mal unter Umständen gehen wir ins Forum, damit wir dann auch 300 Leute beherbergen können. Das ist ein gutes Zeichen, dass das Thema scheint zu interessieren. Und in dem Sinne übergebe ich jetzt am Team von Imagit und ihrem Gast für die heutige Abend. Danke vielmals, sind wir da. Danke Martin für die Gastfreundschaft hier im Kosmos und dem gesamten Team. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Blockchain Culture, einer Veranstaltungsreihe von Kosmos und We Make It. Wir gehen der Frage nach, was haben Bitcoin, Blockchain und das Internet des Geldes mit uns zu tun? Denn wir sind überzeugt, dass eine Revolution im Gange ist, welche nicht nur die Banken und Finanzwelt betrifft, sondern uns alle. Martin hat es gesagt, ursprünglich war es ein monatlicher Austausch im kleinen Rahmen, den wir anstrebten. Ein Listen and Learn in Club-Atmosphäre. Der Club ist heute wieder sehr voll. Wir wurden von Anmeldungen wirklich überrannt. Wir konnten nicht alle berücksichtigen und werden deshalb auch den heutigen Event wieder auf Facebook livestreamen und aufzeichnen für YouTube. Alles zu finden unter dem Hashtag Blockchain Culture, also gerne auch unter diesem Hashtag posten, wenn ihr das macht. Als Geschäftsführerin von We Make It freue ich mich sehr, durch den Abend zu führen. Der Host von Blockchain Culture ist Johannes Gees, mein Geschäftspartner. Er ist nicht nur Mitgründer von We Make It, sondern auch Künstler. Zusammen mit kompetenten Gästen führt er in die Welt von Cryptocurrencies ein. Letztes Mal haben wir erfahren, wie man Bitcoins kaufen kann, zum Beispiel am SP-Automaten. Und der Journalist Hannes Grasecker hat davon erzählt, wie er spekuliert hat. Es war ein sehr spannender Abend. Was ist dir geblieben, Johannes? Guten Abend miteinander. Was mir geblieben ist, sind zwei Sachen. Zum einen das große Interesse des Publikums. Ich glaube, wir haben es schon gehört. Die spannenden Fragen auch, die auch heute nicht zu kurz kommen werden. Und zum Zweiten eigentlich die Selbsterfahrung von Hannes Grasecker, einem kritischen Journalisten, der sehr oft über Online-Phänomene berichtet und eben da plötzlich diese Spekulation anheimgefallen ist und alles vergessen hat, was er an Prinzipien hatte. Und dann am Schluss aber gemerkt hat, dass er eben Vertrauen oder sagen wir mal Selbstverantwortung wahrnehmen muss. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr zentral ist im Zusammenhang mit Blockchain-Technologie. Da werden wir heute noch drüber sprechen. Also ich glaube, die Frage der Verantwortung ist sehr, sehr zentral. Stichwort Verantwortung. Du hast damals gesagt im Herbst, der Grund oder mit ein Grund, wieso dass du Blockchain-Culture ins Leben rufen möchtest, ist deine Verantwortung als Künstler, als Kreativschaffender, als Plattformbetreiber. Du wolltest die Diskussion um Digitalgeld und Blockchain nicht der Finanz- und IT-Welt überlassen. Ja, das ist eigentlich ziemlich genau so, wie ich das empfinde. Ich habe mich vor etwa 2-3 Jahren begonnen, mit dem Thema zu beschäftigen. Habe dann im letzten Jahr begonnen, regelmäßig ein Ticket nach Zug zu kaufen, um dort an irgendwelchen Meetups teilzunehmen. So habe ich auch Daniel kennengelernt und dabei gemerkt, dass das ein sehr verschworener Kreis noch ist, der sich für das Thema interessiert. Und weil ich es eben so für so wichtig halte, weil ich glaube, dass es wirklich eine Revolution ist, weil ich glaube, dass es sehr viel von dem, wie heute die Welt und die Wirtschaft funktioniert, verändern wird. Deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass möglichst viele Menschen sich damit beschäftigen und auch ihr Know-how einbringen. Und ich glaube, gerade Leute aus der Kreativwirtschaft mit ihrem offenen Denken, mit ihren vielen Fähigkeiten, die werden sehr viel bewirken können mit diesen neuen Tools. Du wurdest gerade heute Nachmittag interviewt zu diesem Thema. SRF Kulturplatz war hier. Das Thema Blockchain und die Bedeutung für die Kulturindustrie. Was hast du ihm gesagt? Das war die Quintessenz deiner Antworten. Ja, die Quintessenz, ich habe sehr viel gesprochen. Ich weiß es auch nicht. Nein, für mich verbindet sich natürlich mit dieser neuen Technologie die Hoffnung, dass die
das viele Geld, das die Künstler, die Musiker, die Filmer, die Schriftsteller, die Journalisten heute nicht mehr verdienen, weil eben ihre Inhalte sehr oft gratis auf dem Netz landen, dass sich dieses viele Geld wieder irgendwie reinholen lässt, dass es neue Wertschöpfungsketten gibt, dass es neue Modelle der Finanzierung und der Bezahlung von Kreativschaffenden geben wird. Das ist die ganz große Hoffnung, die sich mit dieser Technologie eigentlich verbindet und auch der Grund, warum wir von WeMakeIt da eigentlich ganz stark darauf setzen werden in Zukunft. Aber dazu später. Genau, dazu später. Heute ist das Thema digitale Identität und auch dazu haben wir einen spannenden Gast eingeladen. Daniel Gasteiger wird uns sein Projekt Valid vorstellen. Ich habe kurz nachgelesen, das ist ein Service, der es dem User ermöglichen soll, seine persönlichen Daten zu kontrollieren und Dritten gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen. Und das alles mittels der Blockchain-Technologie. Habe ich das richtig verstanden, Daniel? Das genau. Sehr gut. Dann wird sich Johannes gleich mit dir darüber unterhalten, warum eine dezentrale, selbstverwaltete Identität entscheidend für das Internet of Value ist. Und dann dürft ihr im Publikum natürlich Fragen stellen. Denn Fragen gibt es genug, Johannes. Wir haben letztes Mal gemerkt, es gibt so viele Fragen, die noch offen sind, zum Teil ganz grundlegende. Zum Beispiel, wie denn diese Blockchain funktioniert. Genau, und wir haben letztes Mal gezeigt, wie man am SDB-Automaten Bitcoins kaufen kann. Diesmal haben wir einen kleinen Clip vorbereitet, oder das Gotti-Duttweiler-Institut hat ihn vorbereitet, der eigentlich auf sehr einfache Art und Weise erklärt, worum es denn bei der Blockchain-Technologie geht. Nicht technisch, wir haben immer gesagt, hier ist kein technisches Seminar, es geht eben darum, was es bewirken kann. Also ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns schnell den Clip an. Sie interessieren sich also für das Thema Blockchain. Warum eigentlich? Bitcoins, Fintech und Hash-Functions. Der ganze Nerd-Talk hat doch mit Ihrer Branche nichts zu tun, oder? Nun ja, es geht um Transaktionen und damit kennen Sie sich aus. Seit Jahrhunderten setzt der Mensch bei jeder Art von Transaktion auf Mittelsmänner, die eine korrekte Abwicklung zwischen den beteiligten Parteien garantieren, zum Beispiel Banken oder Händler. Doch jetzt kommt die Blockchain ins Spiel. Sie ist ein zuverlässiges Tool für jegliche Transaktionen. Und sie setzt auf eine dezentrale Struktur. Dadurch können sich die Parteien ohne Mittelsmann einig werden. Denn die Informationen einer Transaktion werden nicht auf einem Server oder bei einem Unternehmen gespeichert, sondern sind auf ein Netzwerk aus Usern verteilt. Jede neue Transaktion wird auf diese Weise dokumentiert, abgeglichen und dadurch verifiziert. Und die Mittelsmänner? Die werden überflüssig. So birgt das Tool auch das Potenzial, ganze Branchen tiefgreifend zu erschüttern. Denn wie viele Banker werden noch benötigt, wenn alle Überweisungen über die Blockchain getätigt werden? Was machen Logistiker, wenn der globale Containertransport in der Blockchain erfasst wird? Wie viel Staat braucht die Welt, wenn die Blockchain Wohnsitze, Geburtsurkunden und Grundbucheinträge dokumentiert? Sind Sie und Ihre Branche darauf vorbereitet? Ja, es ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen, aber trotzdem vielleicht auch nochmal von meiner Seite, wie ich das verstehe. Ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass es bisher so war, ob es jetzt, wenn es um Geld transferieren ging, ob es um Abstimmung ging und so weiter, wenn es darum ging, Vertrauen zu schaffen oder Sicherheit zu schaffen, dann braucht es immer einen Intermediär, der eben darauf geachtet hat, dass die zwei Parteien oder die mehreren Parteien, die miteinander zu tun haben, dass die das alles richtig machen. Und das muss jetzt nicht mehr so sein. Und daraus ergibt sich für mich eigentlich die ganzen Möglichkeiten, die mich auch sehr stimulieren. Also wie sieht unsere Gesellschaft in der Zukunft aus? Was passiert mit dem Staat, wenn eine technische Möglichkeit da ist, um eine Abstimmung hundertprozentig sicher durchzuführen?
Das sind große Fragen, da habe ich auch noch keine Antworten drauf, aber deshalb sind wir hier. Und Daniel Gasteiger, du bist einer derjenigen, die sich für mich um eine Technologie oder um ein Puzzleteil kümmern, das ich ganz wichtig finde, nämlich die digitale, dezentrale, souveräne Identität. Und ich würde vorschlagen, dass du mal kurz deine Präsentation machst, worum es da genau geht. Und dann anschließend werde ich dir noch vielleicht ein paar Fragen stellen. Bitte. Oh, bitte dann. Danke. Guten Abend zusammen. Grundsätzlich, bevor ich da ins Detail gehe, ist eigentlich unsere Überzeugung bei der Firma Prozid, die dieses Projekt Valids quasi betreibt, dass wir alle unsere Daten schlussendlich wieder zurückgewinnen müssen. Es ist eigentlich so, dass wir der Meinung sind, dass es im Moment eigentlich nicht gut ist, und ich komme gleich dazu, wieso, dass diese Daten nicht mehr bei uns sind, sondern irgendwo im Internet verteilt auf der ganzen Welt bei irgendwelchen Dienstleistern, die wir zwar gratis dann nutzen können, aber schlussendlich haben wir keine Kontrolle, was mit diesen Daten passiert. Das Problem sehen wir gleich. Es gibt viele Initiativen, wir sind nicht die einzigen mit unserer Idee mit Valid, die in diese Richtung zielen. Ich habe gestern mit Professor Haven hier in Zürich gesprochen, an der ETH, macht mit diesem meetdata.co eine Initiative, die genau in die gleiche Richtung geht, sehr interessant und sehr, sehr gut. Und ich habe gestern Nachmittag mit jemandem in Österreich gesprochen, da gibt es eine Initiative von einem Herrn Schrem, der in Facebook eine Facebook-Klage vorbereitet am Europäischen Gerichtshof, um genau das Thema Datenmissbrauch durch Facebook zu adressieren. Also es gibt verschiedene Sachen, die am Laufen sind. Valid, unsere Lösung und unsere Idee dazu, geht es auch genau darum, wie wir unsere persönlichen Daten zurückbekommen. Wir wollen aber gleichzeitig auch Mehrwert generieren. Es geht nicht nur darum, dass diese Daten zurückkommen, sondern mit diesen Daten soll dann auch was passieren. Das ist das Thema Monetarisieren dieser Daten ist genau schon gefallen. Um das geht es genau. Es geht darum, dass wir vielleicht nicht unbedingt hier bei uns im Westen, in der westlichen Welt, wo wir alle mehr als genug verdienen als solches, aber gerade in Drittweltländern, wo es Armut nach wie vor ein großes Thema ist, dass diese Leute mit diesen Daten, die sie dann haben auf Plattformen wie unseren, auch Geld generieren können und ein Einkommen, ein Grundeinkommen vielleicht sogar mit diesen Daten dann erzielen. Das ist einer der Grundsätze von Valid, dass wir quasi Mehrwert darüber generieren wollen, dass wir das machen, was wir machen. Valid ist schlussendlich ein Non-Profit, ein Peer-to-Peer-Projekt, also klassisch Blockchain, also da geht es darum, keine Mittelmänner zu haben, wie wir gehört haben. Es geht um Blockchain, aber auch um andere Technologien, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Und deshalb sind wir jetzt auch erst genau da, wo wir das eigentlich realisieren können, was wir da vorhaben. Sehr technologiegetrieben, aber heute Abend geht es in erster Linie mal um die Vision dazu. Und wieso ist es ein Challenge? Wie gesagt, ich habe schon kurz darauf zu sprechen gekommen. Es gibt jeden Tag, wenn man die Zeitung liest, im Moment Probleme mit Daten. Sei es mit Facebook, die Daten irgendwie aggregieren und dann, ohne dass wir das wissen, dritten Parteien weiterverkaufen, ein riesengroßes Datendings aufbauen. Da gab es eine Studie der Universität Cambridge, die gesagt hat, dass mit Facebook-Likes zum Beispiel schon viel mehr abgeleitet werden kann, als wenn zum Beispiel jemand mit 70 Likes sich outet im Internet bei Facebook, ist das mehr wert, als wenn der Arbeitskollege neben ihm quasi über ihn spricht und weiß, was er genau macht. Und mit mehr als 300 Likes kann sogar Facebook besser über einen Bescheid wissen als der Ehepartner. Das ist eine der Erkenntnisse. Und das ist aus meiner Sicht sehr beängstigend. Und das, was das Resultat daraus ist, sind dann so Abstimmungen wie Brexit und Trump. Aber da gibt es andere Leute, die besser darüber sprechen können. Das zweite Problem, das ich hier habe, und das ist eigentlich das Größere, ist diese Hacker-Geschichte. Also es gab jeden Tag und jetzt gerade kürzlich in der Schweiz wieder dieses EOS-Thema, wo jemand quasi aus Grund von ganz einfachen IT-Problemen quasi die Tür weiter aufgemacht hat, dass Daten abgezogen werden konnten, ohne große Hacker-Kenntnisse. Da sind Daten dabei gewesen, die unsere Krankenakten zum Beispiel betreffen. EOS ist eine Inkassofirma und offensichtlich sind die Ärzte so, dass sie diese Daten einfach den Inkassofirmen übergeben, ganze Patientendossiers. Und die sind jetzt quasi weltweit verfügbar, weil diese Firma EOS das nicht geschützt hat, wie sie das sollte. Und mein Aha-Erlebnis war dieses Buch, das ich auch hier aufgezeichnet habe, Darknet. Das ist ein Buch von einem Journalisten aus England, vom Telegraph. Jamie Barton, den habe ich in Prag in einer Konferenz gesehen vor 2 Jahren. Das Buch kann ich sehr empfehlen, wenn man sich wirklich mal bewusst werden will, was passiert mit Daten, die gestohlen werden im Darknet und was da alles damit passieren kann. Da können wirklich Leute zerstört werden, wenn
digitale Identitäten von einem gestohlen werden und die Leute dann das missbrauchen. Und als Benchmark da, das ist für $300 möglich, eine ganze digitale Identität inklusive Utility Bills quasi im Darknet zu erwerben und dann damit im Internet rumzuwurschen und rumzugeistern und an Schaden und Schabernack anzustellen. Das ist also wirklich beängstigend. Für mich ist deshalb klar, dass da dringend was passieren muss und deshalb habe ich jetzt noch ein bisschen vor, ich bin noch nicht so ausführlich. Wir haben eine Firma gegründet vor 2 Jahren, die heißt Procivis, mit der haben wir eine erste Lösung gebaut, die heißt EID Plus. Die ist jetzt im Dezember live gegangen mit dem Kanton Schaffhausen. Also eigentlich sind wir eine Firma, die Government-Dienstleistungen baut für Behörden, die mit der Blockchain dann arbeiten wollen. Das ist die Grundlage für das Projekt Valid. Valid baut auf dieser Plattform auf. Aber der Unterschied ist jetzt da, dass wir das nicht mehr dem Staat quasi verkaufen, sondern gar niemandem, sondern die Valid-Stiftung in 2 Jahren wird dann diese Plattform betreiben. Wie gesagt, completely non-profit und totally peer-to-peer. Und dann kann jeder auf der ganzen Welt diese App runterladen und sich selbst hoheitlich, sogenannt Self-Sovereign, eine digitale Identität eröffnen. Und da komme ich gleich dazu. Self-Sovereign heißt nichts anderes, als dass jeder Benutzer so eine Identität, die selber kontrolliert. Es gibt nicht niemanden dritten, der Zugriff darauf hat, wenn ich das nicht erlaube. Es gibt niemanden, der das ändern kann. Also es ist nicht so wie jetzt, wenn man eine Identität quasi hat, wo Facebook das verbaut, können die das löschen, ändern oder wie auch immer, sondern sie wirklich hundertprozentig hoheitlich betreut von einem selbst. Das zweite ist, es ist transportierbar, soll über Landesgrenzen hinweggehen. Das ist das große Problem im Internet im Moment. Man kann ja auch nicht eine Schweizer hoheitliche Lösung in Deutschland einsetzen und schon gar nicht in Amerika. Also das ist mal das zweite richtige Thema. Die Datenübertragung, also wenn jemand die Daten von mir will, muss immer von mir bestätigt werden und schlussendlich ist es dann möglich mit Reputations-Engines, Reputationsniveaus quasi zu arbeiten und auf verschiedenen Stufen dann diese Attestierung zu machen. Der Kernanspruch von Valid, wenn wir darauf zurückkommen wollen, es geht darum, es geht um 3 Themen. Zum einen geht es um die Identifizierung, diese Idee, diese Identitäts-App, das ist mal der Punkt, im Internet quasi sicher zu surfen und sich sicher zu authentifizieren. Der zweite Punkt ist die digitale und sichere Aufbewahrung und Verwaltung von den Daten, die man dann hat. Und da kommt das Thema GDPR ins Spiel, das dieses Jahr in Europa quasi wichtig wird, dass man quasi das Recht hat, die Daten zu verlangen von den Firmen, die diese Daten auch haben, sagt man jetzt schon. Aber in Zukunft hat man das Recht, das elektronisch zu machen, also maschinenlesbar. Und das ist eigentlich der große Enabler für unsere Lösung, dass man das dann wirklich auch maschinenlesbar verarbeiten kann und weiterverwenden kann. Also wenn ich meine Likes von Facebook verlange, wo habe ich was geliked, kann ich dann das in dem Sinn auch als mein Profil wiederum Dritten zur Verfügung stellen und das verkaufen. Und da kommen wir zum Punkt 3, to monetize, also quasi zur Monetarisierung dieser Daten, wenn ich das denn will, in einer anonymisierten Form. Im Moment verdient Facebook das Geld damit, in Zukunft kann ich das selber, wenn ich das denn will. Und der letzte Punkt ist auch der kontroverse Punkt bei diesem Projekt. Diese Monetarisierung, eben wie gesagt, also wir machen nichts Neues, was mit unseren Daten passiert, passiert. Das passiert jetzt und heute. Die Ärzte verkaufen unsere Gesundheitsdaten an Pharmafirmen, Google und Facebook verkaufen unsere Likes, da kommen dann die Target Advertisements dazu. Und so passiert das jeden Tag, dass unsere Daten gebraucht werden. Also wenn wir jetzt sagen, das ist nicht ethisch, diese Daten zu verkaufen, dann ist es halt einfach ein Fact of Life, dass das passiert. Mir ist immer noch lieber, wenn ich das selber entscheide, wem ich das verkaufe, als wenn das ein Dritter, dem ich zwar einen Gratis-Dienst zur Verfügung stellt, macht und ich habe null Kontrolle darüber, was damit passiert. Und wie gesagt, Valid ist die Idee, dass das null Kommission hat und dass das quasi ohne Mittelsmänner rauskommt, dass das wirklich, und jetzt kommen wir zum Thema schlussendlich zur Blockchain noch, es sind Self-Sovereign-Lösungen, selbsthoheitliche, wir brauchen Smart Contracts zum Beispiel für diese Marketplace zu bauen, das Ganze funktioniert auf der Basis von ein Treuhandvertrag quasi zwischen dem Verkäufer und dem Verkäufer der Daten. Diese Tokens, die wir da quasi ausgeben im Moment mit dem ICO, werden dazu benötigt, um diesen Plattform quasi Gedanken zu tragen mit dem Kauf und Verkauf dieser Daten. Schlussendlich bauen wir dann auch dezentrale Datenspeicher, beziehungsweise werden das Anbieter von Dritten, die das schon gebaut haben, dass diese Daten also nicht irgendwie wiederum bei einem Provider wie Dropbox oder so gespeichert sind, sondern auch dezentral verschlüsselt mit meinem Private Key vom Telefon, wo ich diese App drauf habe. Und so wird auf ganz verschiedenen Dimensionen dieses Thema Blockchain bei uns angewandt. Und das ist eigentlich auch der Key-Enabler, dass das überhaupt hoffentlich dann in 2 Jahren funktionieren wird.
das wäre es, und das ist noch die Webseite von uns, wo ihr mehr Informationen dazu bekommen könnt, aber das als Einfluss sollte mal reichen. Super, vielen Dank. Ich denke, das war sehr viel Information, sehr komprimiert in sehr kurzer Zeit. Das Thema ist kompliziert, aber ich versuche das jetzt so ein bisschen zu vereinfachen und mit zwei, drei Fragen vielleicht noch ein bisschen verdaulicher zu machen. Ich glaube, wir haben es schon im Clip gehört, jetzt auch von Daniel, selbstverwaltete Identität. Selbstverwaltung ist etwas sehr Zentrales in diesem Thema. Ich möchte das auch so ein bisschen mal mit deiner Person in Verbindung bringen. Wie kommt denn ein ehemaliger Banker dazu, sich plötzlich für Selbstverwaltung, Selbstsouveränität und digitale Identität zu interessieren? Also die Geschichte ist ein bisschen länger, aber ich mache es mal kurz. Ich war 2014 in Bangkok an einer Konferenz, zufälligerweise, wo das Thema Blockchain aufkam, mich dann dafür interessiert. Ich war am Ende meiner ersten Karriere, sage ich immer, auf der Corporate-Seite, also beim Banking nach 20 Jahren, habe ich dann auch mal genug und wusste nicht, was ich machen wollte. Ich wollte unbedingt etwas selber machen, ich wusste das. Und dann habe ich mich inspirieren lassen von diesem Thema. Ich war dann in Kalifornien noch eine längere Zeit, habe mich da noch ein bisschen umgehört zum Thema Leute kennengelernt und Bücher gelesen, auch viele Bücher. Anfang 2015 dann gekündigt und meine erste Firma gegründet und so kam ich ins Thema rein. Und das hat wirklich, es hat so einen Funken gegeben. Ich war ursprünglich auch mal im Devisenhandel, also ich kenne mich ein bisschen aus den Währungen. Kryptowährungen ist jetzt auch nicht so weit weg von dem Thema. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mich da intensiv damit befasst habe. Das ist ja, man hört das sehr oft von Leuten, mir ist es genau gleich gegangen. Also man hört irgendwo mal, liest in der Zeitung Bitcoin oder Blockchain, schaut sich vielleicht mal einen Film an, liest ein Buch und plötzlich ist es um einen geschehen, weil es eben halt wirklich eine Technologie ist, die dermaßen tiefgreifend das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Nun möchte ich mal auf Valid zu sprechen kommen. Wenn wir heute im Netz unterwegs sind, da ist das ja alles sehr bequem. Wir haben dieses Google-Login, das eröffnet uns viele Seiten. Wir haben das Facebook-Login, das eröffnet uns den Rest der Seiten. Und der Trade-off ist ja, dass sobald wir uns mit so einem Login irgendwo anmelden, die Firmen natürlich genau wissen, was wir machen. Ne? Und das ist ihr Geschäftsmodell. Also ist eigentlich Convenience, also Bequemlichkeit für uns, gegen die Datenspur, die wir hinterlassen. Jetzt hast du eine Vorstellung, wo du da ansetzen kannst, wo du diese Giganten eigentlich so packen kannst, oder anders gesagt, wie du uns alle motivieren kannst, dann eben in Zukunft Valid zu brauchen? Also ich kann es auf zwei Arten machen. Zum einen mit der Angst. Wie gesagt, mit diesem Buch möchte ich jedem empfehlen, das mal zu lesen, weil das hat mir geholfen, auf alle Zeiten sicher zu sein, dass ich mich niemals bei Facebook anmelde zum Beispiel und dass ich niemals meine persönlichen, privaten irgendwelchen Bilder auf irgendwelchen Webseiten hochlade. Das ist für mich ein absoluter No-Go. Und das ist mal diese Seite der Theorie. Die andere Seite, Mehrwert generieren, ist das Thema. Und da habe ich ja gesagt, wenn es möglich ist, dass wir diese Daten zum einen zurückbekommen und mit denen dann zum Beispiel Geld verdienen können, ist das zum Beispiel ein Anreiz, den ich hoffe, jetzt eben, wie gesagt, vielleicht nicht hier, obwohl auch hier, wir haben ausgerechnet, es kann bis in grosso modo 400 Franken im Jahr sein, die man selber damit verdienen kann, wenn man sich an die Daten ganz konservativ jemandem zur Verfügung stellt. Es kann viel mehr sein, wenn man die ganzen Krankendaten und Pulsmessdaten und was auch immer realtime jemandem verkaufen möchte, quasi man damit. Es kann dann auch größere Zahlen sein. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das, was man eigentlich schon alles macht, halt wirklich zu dezentralisieren und wegzunehmen von den Firmen, die das jetzt eigentlich schon alles von uns haben. Also wir haben eigentlich bei den Daten, bei der Datenspur oder bei den Daten, die wir generieren, haben wir genau die gleiche Situation wie eben zum Beispiel der Künstler, der Musiker mit seiner Arbeit. Also er generiert eigentlich einen Inhalt, der wertvoll ist. Aber das Geld wird woanders verdient. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es jetzt wiederum darum, diese beiden Dinge zu synchronisieren. Genau. Und eben zum einen ist es jetzt möglich, aus Technologiesicht diese dezentrale, selbstverwaltete Möglichkeit zu schaffen mit dieser Technologie. Zum anderen ist es auch regulatorisch, und ich bin überzeugt, das denke ich erst an, diese ganzen Geschichten da, Kartellamt in Deutschland, das Facebook anschaut, dieser österreichische Case, der Facebook am Gerichtshof quasi verklagt, das sind alles erste Anzeichen, dass die Leute aufgewacht sind.
dass es einfach nicht weitergehen kann. Es kann nicht so weitergehen, wie es jetzt im Moment läuft, mit diesen Hacks und Verlust von Daten und jeden Tag das Neue aufs Neue und dann Entschuldigung, Firmen gehen Konkurs dabei. Mit dem GDPR-Gesetz, eines der schönen Dinge an diesem Gesetz ist, dass die Leute, glaube ich, im Minimum 20 Millionen Franken mal Buße bezahlen, wenn sie unsere Daten nicht zweckmäßig schützen. Das kann eine Firma Konkurs machen. Jetzt fängt es an, dass die Leute quasi aufwachen, das dann auch zu verstehen. Aha, jetzt geht es gleich. Ich, wie gesagt, ich bin in der Bank gewesen. Ich habe am Anfang meiner Karriere ein Bankgeheimnis unterschrieben mit Androhung vom Gefängnis von mindestens 3 Monaten, wenn ich schon nur einen Namen von einem Kunden von der Bank sage. Wenn das nur schon das anwenden würde bei Arztpraxen zum Beispiel, dann hätte wahrscheinlich in der Schweiz kein Arzt mehr eine Lizenz, weil die hätten das alle schon verloren, wenn ich höre, was da passiert mit unseren Daten. Und das ist eigentlich so der Anreiz dazu. Also eigentlich, wenn ich das richtig mir vorstelle, braucht es auf der einen Seite den Gesetzgeber, die Staaten, die Gesetze, die jetzt endlich mit Datenschutz ernst machen und eben mit dem Recht auch auf die Kopie von Daten für den Bürger. Auf der anderen Seite braucht es aber auch ganz klar uns, die wir uns schon überlegen müssen, ob wir uns da weiterhin so rupfen lassen wollen. Wenn wir jetzt mal vielleicht zurück ganz konkret zu WeMakeIt kommen, bei uns kann man sich auch mit Google einloggen, glaube ich auch mit Facebook oder damit ganz konservativ mit dem eigenen, mit der eigenen E-Mail-Adresse. Wann können wir uns mit Valid einloggen? Was denkst du? In 2 Jahren haben wir unsere Marktplatzreife erreicht, hoffentlich. Also das soll das Ziel sein vom Projektplan, dass wir in 2 Jahren eine Pilotversion starten können. Mit der Valid-App als solches kannst du dich indirekt jetzt schon einloggen, zumindest in Schaffhausen. Das geht jetzt, das ist seit Dezember live. Da kann man sich bei Behördendienstleistungen einloggen. Also das ist jetzt auch ein Zug, der abgefahren ist und hoffentlich bald mal verschwunden. Jetzt möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt zurückkommen, nämlich diese Selbstsouveränität und diese Souveränität. Und ich habe das vorher gesagt, da spielt Verantwortung eine große Rolle. Im Moment ist es ja so, wir haben unsere Accounts, die Daten sind gelagert bei einer großen Firma. Wir haben ein Passwort, mehr schlecht als recht. Wenn wir es verlieren, dann heißt das Passwort Recovery, können wir ein Mail schicken, kriegen wir ein neues oder so. Wenn die Identität eben von uns selbst kontrolliert wird, dann haben wir die Verantwortung. Sind wir bereit dafür? Was denkst du? Jetzt rein intellektuell ja, wahrscheinlich schon und auch bereit im Sinn, dass wir, also viele Leute sind, dass das nötig ist, aber technisch sind wir noch nicht ganz so bereit. Ich glaube, das ist auch das Problem von so einem Bitcoin oder irgendeiner Krypto. Currency-Wallets, die man dann halt hat, und wenn die weg sind, ist auch das Geld damit weg. Das ist immer noch das große technische Problem, das zu lösen ist, dass man das so benutzerfreundlich hinkriegt, dass das dann auch doppelt sicher ist, quasi bloß. Man sagt ja, glaube ich, dass etwa 20% sämtlicher Cryptocurrency-Bestände, und das sind mittlerweile etwa 80 Milliarden. 100. Nein, 20%. Sind etwa 160 Milliarden, die sind verloren. Und die kann man nie mehr zurückholen. Also das ist schon so. Also wenn der Schlüssel weg ist, dann ist er weg. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, das uns beschäftigen wird. Ich habe auch kürzlich mit einem Hochschullehrer von ZHDK gesprochen, habe gesagt, wir brauchen neue Interfaces. Wenn wir diese Technologien in den Griff kriegen wollen, dann brauchen wir neue Interfaces, neues Interface-Design. Wir müssen irgendwo ermächtigt werden, eben mit dieser Verantwortung umzugehen. Vielleicht kommt auch das alte, gute alte Bankschließfach wieder zum Zug, wo wir unsere privaten Schlüssel fein säuberlich auf Papier ausgedruckt hinterlegen. Ich denke, da müssen wir noch einiges lernen. So. Bevor wir zu den Sprachen, zu den Fragen kommen, möchte ich noch auf ein weiteres Schlüssel- oder Reizwort kommen, nämlich den ICO oder ITO. Ich habe gehört, dass ihr auch eine Währung herausgeben werdet, ein sogenanntes Token. Und ich habe sogar heute auf LinkedIn von einem deiner Mitgründer gelesen, dass heute sozusagen die World Tour von Valid hier im Kosmos beginnt und 40 Tage mehr oder weniger rund um die Welt führt. Kannst du uns etwas über diesen ICO, ITO, über das Token, das ihr da herausgeben werdet, erzählen?
Also wie gesagt, wir brauchen diese Blockchain-Technologie auf verschiedenen Stufen. Es fängt an bei der Identität, es geht weiter zu Smart Contracts, um diesen Austausch der Daten zwischen Käufer und Verkäufer sicherzustellen. Und der dritte Teil ist dieses sogenannte Token, sogenannte ERC-20-Token. Das ist eine Technologie auf der Ethereum-Blockchain, jetzt, die ermöglicht quasi, dass man eben dann ein Zahlungsmittel ausgeben kann, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und damit, um das Thema ICO, was du erwähnt hast, ist ein bisschen kontrovers, aber in der Schweiz geht es mehr und mehr in eine Richtung, wo es wirklich auch reguliert wird. Und wir wollen da auch wieder ganz vorne dabei sein, im Sinne von der selbstregulierten Verantwortung zu so einem Thema. Und deshalb bin ich auch hier und auf der ganzen Welt stehe ich hin und erkläre das. Es geht darum, dass wir uns quasi vorfinanzieren können für dieses Projekt Valid. Wie gesagt, das ist schlussendlich nicht ein kommerzielles Projekt, dass wir quasi damit Geld verdienen, aber wir bauen es für diese Stiftung, die zu gründende Stiftung in 2 Jahren. Und ich bin überzeugt, wir machen es ein bisschen andersrum als die meisten, die gründen mal eine Stiftung, nehmen das Geld quasi über ein ICO, geben das in die Stiftung und dann schauen sie mal, wie sie was bauen könnten. Wir wollen es eben umgekehrt machen, wir wollen hinstellen, wir nehmen die Verantwortung, bauen, haben schon was gebaut, das können wir zeigen, das ist schon da, wir bauen jetzt darauf auf und in 2 Jahren übergeben wir eine Kopie bzw. die IP von dieser ganzen Lösung, die wir jetzt bauen, mit diesem Geld und dieser Stiftung, und dann sind wir als Proxivis quasi nur noch der Auftragnehmer gewesen, der das gebaut hat, und die Stiftung führt das dann quasi frei, non-profit-mäßig in die Zukunft. Sehr spannend, muss ich sagen, sehr interessant. Das ist die Frage der Governance, wie solche Projekte durchgeführt werden, wem sie gehören, wem gehört ein dezentrales Projekt, wem gehört eine Software, die auf Blockchain-Technologie baut. Das ist alles sehr interessant und ich glaube schon, wenn wir das alles richtig machen, dann werden wir alle davon profitieren. Im Moment ist es sehr kontrovers, es wird sehr viel auch beschissen, es wird sehr viel Geld verdient und abgesahmt und es gibt sehr viele sogenannte Scams, also Leute, die irgendwelche Tokens rausbringen, wo gar nichts dahinter ist. Aber ich denke, da wird es in den nächsten Jahren eine Klärung geben. So. Genau. Dann würden wir hier das spannende Gespräch beenden. Vielen Dank für die Insights, Daniel Gasteiger. Applaus. Wir möchten nun das Gespräch öffnen und euch im Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Auch hierbei soll der Fokus nicht auf technischen Details liegen. Wenn man spezifische, persönliche Fragen hat, kann man das nachher gerne an der Bar tun. Wir werden noch eine Weile hier sein und auch verschiedene Fragen beantworten, aber so ein bisschen das allgemeine Thema digitale Identität, wenn es dazu Meinungen, Fragen gibt, sehr gerne. Unsere Selin Falle wird nun herumgehen mit dem Mikrofon und ihr könnt eure Fragen stellen. Bitte schön. Hallo, danke für die Ausführung zuerst. Ich frage mich nur, wenn wir die Hoheit über unsere Daten zurückbekommen, ob wir die dann auch in dieser Art und Weise kommerzialisieren können, wie das jetzt Facebook tut, weil im Endeffekt sammeln sie Klicks und bauen daraus eine Art Identität und erkennen Attribute, über die wir oft selbst gar nicht so genau Bescheid wissen. Das heißt, da findet eine Art Wertschöpfung im Prinzip statt, die es ihnen erlaubt, das dann auch zu verkaufen. Sind die dazu selbst eigentlich fähig, das dann so anzubieten? Also das zu beweisen, also wir sind jetzt dabei, ein Modell zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel schon einmal angefangen mit den ersten Modellentwicklungen, wie das dann funktioniert. Es ist nicht nur eine Frage, macht es Sinn oder ist es möglich, das Gleiche zu kopieren, was Facebook macht, sondern auch, wie kann man das technisch umsetzen, dass man 2 Millionen User hat, Links, die Daten zur Verfügung stellen und vielleicht 5.000 Datensätze, die jemand kaufen will, optimal match gegen diesen riesigen Angebotsdaten quasi. Also das sind 2 Herausforderungen, die wir genau am Diskutieren sind. Ich persönlich bin überzeugt, unser Use Case Nummer 1 ist eben die persönlichen Health-Daten, Gesundheitsdaten. Die sammle ich jeden Tag irgendwie ein und die kann ich jeden Tag irgendwie einer Firma zur Verfügung stellen, die damit quasi Research betreiben will. Und das ist 1:1 möglich zu kopieren. Wenn es dann ein bisschen verfeinert wird mit Google, mit Facebook Likes, wie man das dann quasi extrahieren kann auf einem Interessenniveau, dass man dann auch damit die Werbung bekommt, die einem passt. Das kann ich nicht sagen, aber ich bin überzeugt, das kann man ausbauen. Das ist gerade von Algorithmen. Ja, ich meine, ich stelle mir das auch so vor, also natürlich, die haben Fähigkeiten von der Veredelung von Daten, die der Einzelne natürlich nicht hat, aber
Wenn die Rechtssituation ändert, dann können die weiterhin diese Veredelung betreiben, aber der Einzelne ist dann halt beteiligt finanziell. Genau. Ich glaube, darum geht es. Ne? Genau. Geht nicht darum, sämtliche Fähigkeiten, die Google, Facebook und so jetzt haben, nachzubauen. Ich meine, das gibt es ja schon. Man muss einfach die Rechte daran ein bisschen umgehen. Genau. Und ich möchte unbedingt auch vermieden haben, dass ich am ersten Event, wo ich darüber spreche, schon sage, ich mache jetzt Facebook zu nächstes Jahr. Sondern es ist wirklich die Idee, das komplementär zu dem zu betreiben. Am Anfang sicher mal jetzt irgendwie mit einem Projekt irgendwie in einem Land und dann schauen, wie das funktioniert. Und aber eben das Recht auf die Daten, die wir jetzt quasi mehr und mehr das Recht bekommen, aus regulatorischer Sicht, hilft uns dabei, das quasi zu ermöglichen. Weitere Fragen? Vielen Dank, sehr spannend. Ich habe eine Frage zum Ökosystem, zum EID-Ökosystem der Schweiz. Unter der Swisscent Group wurde ja mit vielen verschiedenen Playern, großen Playern wie Banken, SP, Post, Swisscom und so weiter auch eine Initiative geschaffen, die auf eine interoperabel nutzbare EID abzielt. Wie ordnet ihr euch in dieses System ein? Zum einen bin ich oben wieder da, also wir sind im Gespräch mit Swisscent, das kennt sich sehr gut aus. Und da ist unsere, wir sind nicht ein Identitätsprovider als Firma, also im Prinzip ist, wir selber geben keine Identität mehr aus. Wir geben es quasi Schaffhausen, die Plattform Schaffhausen gibt dann die Identität quasi in ihrem Namen raus, weil die Bürgergemeinde Schaffhausen und die Einwohnerkontrolle Schaffhausen diese Identitäten quasi prüft und dann bestätigt auf der App. Wir als Plattform haben den Grundgedanken, dass wir neutral sind gegenüber allen Anbietern von Identitäten, das heißt jetzt Swiss-ID, aber natürlich in erster Linie auch Blockchain-Protokolle. Und da gibt es auch schon diverse Blockchain-Protokolle, die wir dann quasi im Hintergrund in unsere Plattform reinpacken. Und wenn ein Kunde, sagen wir jetzt Sovereign, das ist ein Protokoll, das wir ganz genau anschauen im Moment, wenn eine Sovereign-Plattform will, dann bauen wir Sovereign, unser Frontend, quasi unsere App auf. Wenn es jemand Swiss-ID will, und das ist das Ziel, dass wir quasi die Schweiz unterstützen, den Standard Swiss-ID zu fördern und die ihr API quasi brauchen können, brauchen wir Swiss-IDs als quasi die Identität dahinter. Aber natürlich in mittelfristiger und langfristiger Perspektive sollte das alles Self-Sovereign sein und nicht mehr eine Firma oder ein Konsortium von Firmen zusammen herausgeben. So eine Identität müsste ja eigentlich staatsunabhängig sein, so wie das Internet. Aber es gibt einen Regulator, der staatsabhängig ist. Wie ist das Verhältnis von der Staatlichkeit zu einer digitalen Identität? Und was macht, wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz das definiert, was macht denn ein iranischer oder ghanaischer Inhaber von einer Valid Identity mit der Identität? Das ist die eine Frage und die andere ist, einfach so nebenbei, gibt's, kennt ihr Transnational Republic? Das wäre die zweite Frage. Die zweite Frage kann ich beantworten, nein, habe ich nicht, gehört. Jetzt eine andere Idee, wo wir am Anschauen sind, was es transnationale Konsortien gibt. Aber das kann ich nicht. Und das erste ist natürlich noch weit weg davon, dass es die Valid ID dann eine national anerkannte Reise-ID zum Beispiel können sie oder irgendwie sonst etwas sein, sondern das geht jetzt in erster Linie mal darum, eine private Lösung quasi zu bauen, wo wir uns selber im Internet können ausweisen können. Und irgendwann in Zukunft gibt es dann hoffentlich eine transnationale Lösung, wo uns oder wer auch immer eine andere Lösung ist, oft auf dem Marktplatz aufbauen. Aber nein, das haben wir noch nicht gelöst, wie man das international kann einsetzen quasi. Ich stelle mir immer auch vor, dass eine solche selbstverwaltete Identität eben aus verschiedenen Layers besteht. Und dass vielleicht die von einem Nationalstaat herausgegebene Validierung, das ist dann vielleicht nur ein Aspekt von vielen verschiedenen möglichen Identitäten. Und je nachdem, was man damit anstellen will, braucht man nur gewisse Inhalte oder gewisse Teile der Identität eben zu veröffentlichen. Also so stelle ich mir das vor. Aber ich glaube, wie das genau sein wird, das werden wir in ein paar Jahren sehen. Aber jeder, der heute solche Lösungen entwickelt, der versucht eigentlich so das Minimum, worauf er bauen kann, mal zu entwickeln und offen zu sein für das, was alles noch kommt. Ich habe es nicht erklärt, ich habe es kurz angesprochen, es gibt diese sogenannte Reputation Engine. Also wenn man die App dann runterlädt,
hat man zuerst mal seine Daten zu erfassen und diese Daten erfassen, da kann man dann auch ans Uber reinschreiben und das kann, hat ja dann noch keinen Wert, den es niemand überprüft hat. Und diese sogenannte Reputation Engine ist dann quasi im Hintergrund so eine Möglichkeit, seine Attestierungen selber auszuwählen, eben nicht zur Behörde gehen zu müssen und das da zu zeigen, sondern sagen, und da kommt wieder Facebook oder LinkedIn in meinem Fall, das ist das, was ich brauche, ins Spiel, wo man sagen kann, okay, das ist mein Attestierungsdienst, da habe ich jetzt 200 Kontakte, es gibt mir dann so und so viele Punkte, dann kann ich zur Gemeinde gehen, habe ich dann so die Platinum-Lösungen, die mir das auch noch attestieren, und dann hat es einen offiziellen Charakter, oder ich kann zur Bank gehen, die haben einen KYC gemacht, wenn ich quasi dann das Konto eröffnet habe, und die bestätigen mir das dann, und dann hat man so einen Score, und je nachdem, wie hoch dieses Score ist, kann man es dann einsetzen bei Mehrwertsdiensten und, oder bei weniger kritischen Dienstleistungen zum Einloggen zum Beispiel. Da vorne hat es mir noch eine Frage gegeben, ist die noch offen? Sonst würden wir dann bald mal zum Abschluss der öffentlichen Fragerunde kommen. Hände hoch, wer noch was zu fragen hat. Also, wenn ja Facebook und Co. gehackt werden kann, was ist der Garant dafür, dass diese digitale Identität nicht gehackt wird? Das ist das Schöne bei der Blockchain, dass es dezentral ist. Das eine der großen Themen ist, dass es eben genau dezentral gespeichert ist. Also zum einen ist die Identität auf meinem Handy und nur da auf dem Handy gespeichert. Und da kann auch, natürlich, das kann verloren gehen, das kann theoretisch auch gehackt werden, obwohl es sehr schwierig ist, wenn man mit der biometrischen Sicherheit arbeitet. Das kann da gestohlen werden, das in dem Sinn gehackt, aber es kann nicht in dem Sinn zentral gleichzeitig 100 Millionen Datensätze gestohlen werden, weil das nicht zentral irgendwo gespeichert ist. Das ist einer der Punkte der Blockchain und unserer Lösung logischerweise. Genau, wir hatten letztes Mal auch schon gefragt bezüglich Hacking und Blockchain und da hast du gesagt, Johannes, das Hacking, das momentan geschieht, sei vor allem an der Peripherie, also am Rande der Blockchain. Das ist auch das, was in den Nachrichten täglich hört. Ja, das bezieht sich eher dann auf diese Exchanges, wo die Cryptocurrencies zu Dollars oder Schweizer Franken gemacht werden. Und dort, die sind eben zentralisiert und dort sind wieder Angriffspunkte. Ne? Da lohnt es sich wieder eben zu hacken. Hingegen, es ist eigentlich, heute kann man mit einem guten Hack 10 Millionen User-Daten gewinnen. In Zukunft muss man 10 Millionen Leute hacken, um dazu zu kommen. Also ist die Blockchain, blöd gefragt, unhackbar? Die ist unhackbar. Die ist unhackbar. Ja. Aber. Also das Thema ist immer, dass dann heißt es ja, okay, da kommt ein Quantencomputer und da kann man alles zurückrechnen, diese ganzen kryptografischen Verschlüsselungen und so. Das ist so das Aber dazu. Also es ist nie etwas 100%ig sicher in der Technologie und es ist nie etwas auf alle Zeit garantiert. Also man kann es vielleicht so erklären, also all diese Transaktionen, die sind kryptografisch verschlüsselt und diese Schlüssel, die können mit den momentanen Möglichkeiten der Rechenkapazitäten und auf viele Jahre nicht gehackt werden. Aber ich für mich erkläre es mir so, es kann sein, dass in 20, 30 Jahren tatsächlich diese Supercomputer kommen, die können das alles zurückrechnen, aber bis dann sind wahrscheinlich auch wieder neue Formen der Kryptographie möglich. Aber zentral ist, glaube ich, die Verbindung, Dezentralisierung und Kryptographie. Zusammen ist das schon ein sehr schlagendes Argument. Ne? Eine letzte Frage noch. Dort hinten. Interessant wäre für mich zu wissen, also der Moment, wo diese digitalen Identitäten erstellt werden, das ist ja die zentrale Frage, wie werden die erstellt? Das haben Sie kurz erklärt. Kann man kann zum Beispiel mein Sohn für mich so eine Identität erstellen oder könnte ich für größere Gruppen, die keinen Zugang zu solchen Technologien haben, solche Identitäten erstellen, um in größerem Maße Zugang zu dieser Technologie zu kriegen? Also noch einmal erstellen als solches, die App runterladen und dann irgendetwas eingeben, das kann jeder. Jetzt in der Schweiz hat jeder Zugriff auf diese Schaffhauser-App zum Beispiel, die kann man runterladen und da irgendetwas eingeben, damit kann man dann nichts machen. Also das ist einfach eine App, die man auf dem Handy hat. Aber dann damit etwas zu generieren, und da muss man dann, wie gesagt, diese Attestierungsmöglichkeiten haben. Und wenn ich jetzt mit meinem
wir haben jetzt einen Fall mit einem Kunden, da geht es darum, die quasi Neugeborenen zu registrieren. Die Eltern laden dann diese App runter und im Namen vom Kind eröffnen sie diese, quasi diese Identität und bauen dann darauf auf das Krankendossier und alles zusammen gleich von Anfang an vom Leben. Das kann dann im Namen vom Kind gemacht werden, aber umgekehrt, denke ich, ist nicht zielführend und auch nicht, kann man nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also ich stelle mir vor, dass wenn ich ja die Verwaltung über diese Identität habe, kann ich auch relativ freizügig dort einfügen, was eben wichtig ist. Also die kann sehr viel schneller, sehr viel Wert kriegen als eine Identität bei Google, wo ich eigentlich immer auf den Bremsklötzen stehe, weil ich wirklich nichts weggeben will. Also es geht einmal mehr, es geht um diese Selbstverwaltung, die absolut zentral ist, die aber auch sehr viel Verantwortung mit sich bringt, weil wenn es dann weg ist, dann ist es weg. Oder? Und das wird sicher auch ein Thema sein, was uns in Zukunft noch beschäftigen wird. Also wie finden wir die richtigen Tools, um mit dieser Verantwortung umzugehen? Wie gesagt, Technologien als Ganzes sind jetzt die neuen Sachen. Zum Beispiel, wir bauen extrem auf dieses Thema Smartphones auf und die Technologie, wie sie jetzt ist, mit der Sicherheit der Biometrie und das Face Recognition zum Beispiel von meinem neuen iPhone und so, das sind alles zentrale Elemente, die das dann auch sicher machen, um diese Identität portierbar zu machen und nicht mehr eine Karte mit einem Chip drauf zu haben, den man in einen Laser reinstecken muss, den man sowieso nicht dabei hat, wenn man es braucht. Und so ist das Ganze nicht benutzerfreundlich, sondern es basiert alles auf dieser Handy-App. Das ist sehr wichtig. Und die muss dementsprechend auch sicher sein. Und da arbeiten wir auch genau gleich wie mit Blockchain Hochdruck daran, dass das eine sichere Lösung sein wird. Gut, dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle langsam zum Schluss kommen. Wir möchten jetzt zum informellen Teil übergeben und freuen uns auf bilaterale Gespräche an der Bar. Johannes Gels und Daniel Gasteiger werden da sein. Ohren und Augen offen halten. Dieser Teil ist letztes Mal nämlich etwas zu kurz gekommen. Wir haben gemerkt, es gibt viele auch persönliche Fragen, die man vielleicht nicht vor Publikum stellen möchte. Das sind spezifische Fragen. Dafür ist nun Platz an der Bar. Noch ein kurzer Ausblick. Die nächste Ausgabe von Blockchain Culture findet am 7. Februar statt. Es gibt noch freie Plätze, denn wahrscheinlich dislozieren wir ins größere Forum. Das ist noch zu bestätigen. Und wir werden dann über die Zukunftspläne von Remake sprechen, unter anderem Johannes. Kannst du schon mal etwas Kurzes, Kleines verraten? Ja, ich kann noch nicht allzu viel verraten, aber es ist natürlich klar, diese ganze Technologie, die Tokens, Daniel hat es vorher erwähnt, das interessiert uns sehr, einerseits für uns als Plattform, aber auch für all die Projekte, die bei uns laufen. Ich sehe eine Zukunft voraus, wo eben jeder von uns, wenn er Lust hat, für seine Firma, für sich selber als Künstler, für seine Organisation ein Token, eine Währung herausgeben kann. Diese Währungen sind untereinander handelbar und die repräsentieren einen eigentlich mit all seinen Facetten. Und ich werde in einem Monat ein bisschen genauer über diese Vision sprechen und wie wir dorthin gelangen wollen. Wir sind gespannt. Selbstverständlich werden wir auch den Event vom 7. Februar wieder live auf Facebook übertragen und man kann sich dafür anmelden über die Eventseite von cosmos.ch oder remaked.com. Wir freuen uns, danke fürs Interesse und einen schönen Abend.